Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Guild Wars. Mit Henna. Ja, heute machen wir das Norhard-Gebiet. Norhard-Gebiet. Das war nur ein Gebiet. Hm. Whatever, bester Part-Anfang ever. Wir haben letztes Part mal Kilroy Steinsub gemacht. Komischer Faustkampf, Dungeon, Bonus-Dungeon, Secret-Dungeon, wie auch immer. Und jetzt gibt's mal wieder ordentlich Gebiete-Action. Kein Dungeon, der hier angrenzt. Bedeutet, ja, der nächste Dungeon muss ein bisschen warten. Gibt auf jeden Fall einige noch. 4 Stück, glaube ich. Und ich sehe schon, die Patrouillen haben es wieder in sich. Und wir haben uns wieder für Lichway entschieden, weil hier sind halt nur sterbliche Gegner. Ja, fast. Also die Leichen geben. Nee, tatsächlich komplett alle. Krass. Deswegen. Kein Zimmer, man verzichtet halt immer auf die Geister. I mean, wenn wir richtig try hatten, würden wir Goron natürlich rauswerfen. Zimmer. Dann ist natürlich idiotensicher. Aber ganz ehrlich, ohne Goron? Nee. Keine Lust. Nee, das ist crap. Zimmer ist nicht so cool wie Goron. Oh, die sind so nervig mit diesem Drecksgeist, der Energie entzieht, ey. Ja. I mean. Wir haben halt das Glück, dass wir nicht so energielastig sind, außer Sanatius vielleicht. Ja, Sanatius hat hier die ganze Zeit keine Energie. Wir können nur von Glück reden, dass die halt einfach schlecht sind. So. Tja. Das ist echt ein lustiges Beat, da haben wir ein bisschen was vor uns. Das wird so anstrengend. Oh, Frostelementar, let's go. Ja, das wird wirklich anstrengend. Aber sind wir mal ehrlich, die letzten Dungeons, die letzten Gebiete waren ein bisschen. I mean, im Vergleich zu dieser Ebon-Vorhut, Scharheimat war es echt ein Witz. Ja, das stimmt. Da hattest du echt ein schweres Gebiet, einen schweren langen Dungeon nacheinander. Vielleicht ist das Norden-Gebiet auch ein bisschen einfacher, weil es da theoretisch das erste ist, was du machst in Eye of the North. Ja, gut, das stimmt. Da könnte was dran sein. Ich muss sagen, Azura-Gebiete sind wahrscheinlich die schwersten. Außer als Sacknotal, das ist natürlich nicht zu übertrumpfen. Die Azura-Gebiete sind verdammt schwer. Vor allen Dingen haben die auch den schwersten Dungeon des Spiels. Das Exil des Sklaven in Ost. Da bammelt's mir jetzt schon vor. Aua. Oh, ich bin eingefroren. Die ja nicht. Ja, ich kann mich da nicht mehr richtig dran erinnern. Wir haben jeder mal zwei gemacht. Ja, so lange her. I know. Aber ich kann mich dran erinnern. Immer wenn ich mich dran erinnern kann, dass es nichts Gutes. Ja. War bis selber so. Schlechtes Zeichen, das wohl war. Fleischgolem, begeisterter Löwe. Und rate mal, was Goron macht. Rate mal, ich hab rübergelunzt, was hat Cooldown-Kameradschaft? Natürlich. Ja. Kameradschaft wieder mal. Oh, Fleischgolem. Der lebende Kadaver. Ich komm nicht nur hinterher. Die Armee der lebenden Toten. Jetzt geht das wieder los. Ich bin verlangsamt noch. Oh no. Ja, aber so ist ja jetzt sogar viel besser, weil wir ja beide einen Dings dabei haben. Ja, das stimmt. Ja, mal schauen. Whatever. Bis jetzt habe ich es auch immer noch drauf. Ja, ja. So kann man es ja fast gar nicht verlieren. Nee, irgendwie nicht, ne? Eigentlich schon ganz geil. Drachenspeer. Wow, aber nicht Gold. Ich hasse euch alle. Ja, du, der gerade vor dem Bildschirm sitzt, gib mir einen Zornspeer, oder? Eifersperr, sonst hasse ich auch dich. Auch dich hasse ich doch. Oh, das nervt mit dir. Ich hasse das Gebiet jetzt schon. Wegen diesen Verlangsamen. Ja, sage ich ja. Coole Brücke. Hui. Voll nicht tief. Ich dachte, das ist richtig tief, nur. Gar nicht. Ja. Kindergartenfestival. Nee, nicht du Arschgeige. Dich kann ich nicht mehr sehen vom letzten Part. Geh ruhig, ich brauch keine Taktik und renn mein Tor Steinsub. Ja, wobei ich muss sagen, mir ist er ja eigentlich doch sehr sympathisch. Ja, eigentlich ist er lustig.
Ist halt so Leroy Jenkins auf Wish bestellt. Boah, voll geil, der heroische Refrain bleibt einfach ewig, ey. Ja, eigentlich. So ist es halt perfekt, ne? Ja. Ja, ich sage ja, eigentlich müssten wir gucken, ob das wir das Danny Build auch irgendwie hinkriegen, aber. Wir könnten halt halt Jeremy könnte es halt so behalten, aber dann ist halt nicht unser Tanky unbeatable Champion. Ja, das geht nicht, da können wir das nicht ist drauf. Zu geil, ey. Der tankt halt mehr als jeder andere. Der Negro ist der tankigste. Der Jeremy ist tankiger als du. Ja, ich glaube tatsächlich schon. Also, kommt auf die Minions an, sag ich mal. Wenn er richtig viele Minions hat, ist er wirklich tankiger als mit ja. Schmerz trotzen. Er kriegt nur 25% und es wird alles auf die verteilt. Das ist so heftig. Ja, schon echt brutal stark. Das Einzige, was mir bei dem Dingsbild auf den Sack geht hier, ist, dass wir so wenig Adrenalin kriegen. Ja gut, weil wir verwöhnt sind. Ja, ja, klar. Dedelauschild, let's go in the ghetto. Gras sammeln will, toll, brauch ich nicht. Speer? Ja, wieder. Du hast immer nur lila Drops, ey. Ja, meine ich. Übrigens. Ja, nur 295 Gegner. Nur, ja. Naja. Viele Retium so an die 400, ne? Dieses ewige Einfrieren. Ja, und verschwommene Sicht. Dann triffst du wieder nicht, kriegst kein Adrenalin. Ja, das sind echt Anti-Gegner. Ah, was willst du machen? Die Minion-Armee steht. Die haben nicht mal Flächenschaden, das heißt, die haben sowieso schon verloren gegen uns. Was ist denn hier für ein Scheißweg? Hey, was ist das denn? Heroischer Refrain haben. Das ist einfach ein Weg, total stark. Keine Ahnung. Boah, da sind tatsächlich Gegner. Wir gehen einfach jeden Weg. Gut, dass ich den Weg gegangen bin. Ist so. Die hätten wir nicht leicht übersehen können. Ja, stell dir vor. Oh, die hätten wir nie gefunden. Ja, brutal. Boah, voll schön. Hier sieht man Gunnars Fester. Ja, stimmt. Der ist ja richtig geil. Doch nicht so schlecht, wa? Das Gebiet. Das ist eigentlich ein langweiligeres Gebiet. Das Highlight ist, glaube ich, das Wolfshöhle oder Quedwolf oder wie die heißen. Ja, stimmt, die gibt's ja das auch. Das ist Highlight hier. Boah. Ja, Leute, es werden Gebiete kommen, die sind sehr geil, sehr abwechslungsreich, absolut fantastisch. Vor allem viele Azura-Gebiete und es gibt halt auch Gebiete wie die hier. Relativ straightforward. Nothing special. Muss man halt durch, ne? Gehört dazu, zu Geld raus. So. Kann ja nicht immer ein Triple 3-Gang-Menü alles sein. Ja! Ja gut, jetzt sind wir im Kreis gelaufen, aber wie gesagt, sonst hätten wir die am Ende nicht mehr gefunden und ja. Hätten wir geweint. Bitterlich geweint. Ja, und ich meine, solange wir in Bewegung bleiben. Oh, das war's mit heroischer Frau. Hä, hey, aber nur bei dir. Ja. Und Sanatius auch. Goron hat ihn nicht. Hm. Komisch. Verratas Opfer, stimmt, jetzt wo ich das so sehe. Wir haben natürlich das Blut des Meisters ausgetauscht. Das war super witzig, aber ich glaube, das ist auch nicht das ganze Let's Play lustig. Aber es war echt lustig. Wie er mal im Fluch war und ich habe mir einen weggegeiert, ey. Das war so lustig. Anstrengend. Oh, wir sind jetzt gestorben, wir haben noch gar nicht gekämpft. Ja. Und dann Blut des Meisters. Ja, der Meister verlangt ein bisschen zu viel, glaube ich. Ja, dass man halt auch alle, ne, das ist ja das Schwierige da dran. Wenn man alle heilt, alle Minions. Und dann bei 4 Minion Master. Ja, ist einfach zu brutal. Haben wir mit Dave schon gequatscht? Wie kann ich euch helfen? Hat auf mir auf jeden Fall nur 30 Punkte hier. Mir auch. Naja. Da oben sind wieder Gegner. Wollte gerade sagen. Bisschen ruhig, ne? Oh, Knut! Guck mal, hier ist Knut. Nein! Ganz liebes Girl bin ich. Das ist so ein Monster. Hey, wir brauchen Leichen für die Minion. Ja, gut. Von der an sich schon. Ja, wenn man so betrachtet. Die komische Viecher, die werden wir im nördlichen Zittergift oft antreffen. Auch.
Da kommen die eigentlich ursprünglich weg, behaupte ich jetzt mal. Hast du eigentlich auch wieder rettet euch selbst? Ja, hab ich dabei. Aber ich kann es gerade einfach nicht einsetzen. Ah, ich weiß warum. Dunkle blocken. Wut. Blocken. Ja, und auch blocken. Ja. Ich treff halt nicht. Hey, die machen verdammt viel Schaden, ich hasse die. Ich bin gerade fast down, gegangen. Das gibt's doch nicht. Warum waren die jetzt so stark? Boah, Pech einfach wahrscheinlich. Einfach ungünstig gestanden. Ach, guck mal, wer da wieder ist. Die Bassstimme. Ich hasse die. Ich geh jetzt nur auf diesen Scheißgeist. Festnageln, Kraftschuss. Let's go. Guck mal. Treibsand. 5 Sekunden Castzeit für die Ritualistengeister im PvP. Im PvP? Ritualistengeister, einfach 5 Sekunden Castzeit teilweise. Ich glaube nur Blutgesang und Schmerzen nicht. Dem 3 Sekunden. Ja gut, aber er ist einfach sonst auch zu stark. Ja, gibt auch Counterplay, Flächenschaden. Ja, aber wie oft macht man das im PvP? Ja, nur die Elis gefühlt, ne? Genau. Und da muss man schon echt Glück und haben. Und die Elis haben halt Blitz. Und Blitz hat nicht unendlich Targets. Ja, nicht so toll. Was ist das für eine komische Stelle, ey? Da waren nur die Kiefer-Seelen und das war's. Very, very strange. Tja. Ist irgendwie wenig los dafür, dass hier so viele Gegner sein sollen. Ja, das sind die Quetwolves, die Höhle. Fahren da nicht voll viele? Diese Wölfe, wolfartigen so Viecher? Viele? Ja. Wisst ihr nicht weiter? Wisst ihr nicht weiter? Sagt ihr ja irgendwie nicht so. Ja. Oh ne, die haben Trampeln, das ist nämlich das Ding. Stolpert nicht, hätten wir jetzt gebraucht. Ja, toll. Da machen die so viel Schaden, wenn man dann irgendwie die ganze Gruppe dann für ein paar Sekunden nicht heilen kann und so. Ja, das ist schon stark. Das kann man nicht unterschätzen. Nur die Paragon-Buffs carryen dann. Die bleiben halt. Ne? Poser. Er hat sich sogar diese überteuerte Abzockrune gekauft. Ja. 9 Leben oder so mehr, ne? Wow. 20 Platin, 9 Leben mehr. Haben oder nicht haben. Hätte ich die Kohle gehabt, hätte ich das auch für meine Helden gekauft. Boah, was? Klar. Die haben sogar nur die ganz billige bei mir. Nee, bei mir haben sie die zweitbilligste. Ui. Beziehungsweise die zweitteuerste. Ja, Gorn hätte die ganz teuerste natürlich verdient, das stimmt. Natürlich. Boah. MVP. Guck mal hier. Hier sind die Gegner. Jo, hier kommt richtig was. Wo sind meine Gegners? Wo sind meine Gegners? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Ja. Oh, die Armee, ey. Oh, das ist geil beim Lichschwert. Es macht am Ende so viel Spaß. Ja, geblockt. Es ist wieder Dynasty Warriors, Leute. Dynasty Warriors. Warriors die ganze Karte ist grün. Guckt's euch an, ey. Das ist echt brutal. Da ist mehr los als in alten Warriors Games, wo die Gegner noch was konnten und nicht nur alle One-Hit waren. Ja, das weiß ich noch. Cecile damals, ey, vor 1000 Millionen Jahren. Bei Cecile immer, ja, meistens. Ja, aber das waren ja noch die guten Warriors Games, wo nicht alle One-Hit waren. Ja, das war krass, ey. Die heutigen Warriors Games, die normalen Truppen können gar nichts mehr. Das ist so pointless, langweilig. Ja, aber früher war geil. Gegner. Vor allem hier auf Chaos und sehr schwer, ey. Kannst du mal Sanatius Dingens neu geben? Oh. Ja, das klappt halt echt nicht. Auch mit der Konstellation nicht, aber ja, hat's wieder. Ja. Ja, ich hab's aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Ja, es ist so random, oder? Ja, irgendwo muss die Kette ja einbrechen, aber ich weiß halt immer nicht wo. Oh, schon wieder oberes Linke. Es ist immer das obere Linke, es nervt. Ja, es ist halt wirklich so. Das ist so random. Oh, geblockt. Oh, ich hasse die. Ich nehme dir die hinten aus. Bei nördlichen Zittergipfeln haben wir es hoffentlich nicht mit diesem geblockt, ey. Ah, sorry. Ich bin hier gleich tot. Ich krieg irgendwie keine Ahnung. Doch jetzt.
Nee, jetzt wieder nicht. Ja, ich krieg auch Ding jetzt nicht. Wie heißt das, ey? Du weißt schon. Rettet euch selbst, ja, weil ich kein Adrenalin kriege, wenn ihr alles blocken. Nee, ich meine, ich krieg's auch nicht. Ich krieg ja auch kein Adrenalin. Das ist die Scheiße. Ihr könnt alle blocken. Gleich ist vorbei, ich sehe schon den Swipe. Ja, ich auch. Oh, Alter, die ich hätte den Priester halt angreifen müssen. Oh, zu spät hast du es gesehen? Du hast noch ein Leben und ich habe jetzt gerade Dingens durchbekommen, ey. Oh Gott, sind die nervig. Boah, ist knapp. Trampeln, blocken, alles, was uns auseinanderreißt. Ich wünschte ja echt, ich könnte es dir gleich nochmal geben, aber keine Adrenalin. Oh, Olias, das Meme habe ich auch wieder vergessen. Boah, ganz am Meme ist weg von uns. Das war auch nicht ohne, aber puh. Aber ich glaube, es waren auch zwei Gruppen. Das war unverhältnismäßig viel. Es waren viele, ey. Wo sind die Gegner? Boah, jetzt ist ein Ohrwurm davon, ey. Dritter Ohrwurm für heute. Ja, ist echt so. Tony D, ey. Und letztens immer der Hundi. In letzter Aufnahme-Session und der vierte Ohrwurm für heute. Nee, Hundi. Damit Der ist bei mir abgenutzt, ey, weil da habe ich die Tage schon wieder drüber nachgedacht. Ey. Das ist so egal. Nee, so nervig. Hey, was ist das denn? Ich brauche gar nicht mehr spielen. Die blocken eh alles. Wow, wow. Hundi. Wow, wow. Gleich kommen wir zu Hundis. Stimmt. Oh nein, dann geht's wieder los. Sind denn alle Hundis heute hier? Und dann das Krokodil. Und dann das Krokodil. Pronomen sind Hund. Identifiziert sie als Hund. Oh, das. Also. Okay. Die Gebiete mit denen sind mir nicht sympathisch. Blocken, trampeln, alles was ankotzt. Tiergefährte, begeisterter Löwe, was? Azura Scan wäre jetzt sauber, ey. Ja. Und treffen den alle oder nur du? Alle, ne? Nee, nur ich treffe alle. Schön wär's. Ja, aber das hilft ja eh nicht. Dann müssen wir ja genau koordinieren, welchen wir angreifen. Hundi. Oh Mann. Siehst du? Shit. Ich dachte, sie kriegt nicht mehr. Er ist zu gut. Alexander Markus zu gut. Ja, er ist halt einfach wirklich der Beste. Beste Musiker der Welt. Das hast du jetzt gesagt. Dann kommt ganz, ganz lange gar nichts und dann kommt irgendwann. Frage, irgendein Alexander Markus Cover Artist. Und dann der Cover Artist vom Cover Artist. Ist so. Und dann kommt irgendwann Mozart. Ah, okay. Das scheint nicht zu sein. Doch, verschlossene Truhe, dafür gehe ich da hin. Ist mir egal, was ihr jetzt alle denkt. Ich brauche den Nervenkitzel, ich will den Schatzjäger-Titel. Da, ihr Lieben. RNG. Wo steht's? War schon schwer. Bewanderte Schatzjägerin, absolut bescheuert. Aber immerhin Gold, jetzt habe ich Pech. Den lilanen Schrott hebe ich gar nicht erst der auf. Der Stab sieht an sich auch ganz cool aus. Was ist das denn? Wir brauchen ja noch Todesmagie und Herbeirufen. Das ist Luftmagie. Ja, okay. Aber ich kann ja mal gucken, vielleicht ist ja irgendwas Nützliches drauf. Nur die Armee der lebenden Toten. Ja, ist ein guter Stabkopf dabei. Lebenspunkte plus 30. Brauchst du hier noch? Ja. Raser braucht den. Oh, ich hab gar keinen Wiederverbindung. Dann mal halten. Machen wir offscreen, ihr Lieben, muss aber nicht. Im Gebiet clear muss es nicht gemacht werden. Nee. Block. Der hat halt komplett blanken Stab eigentlich. Ja, das sind diese ganzen Dingstäbe, die wir geholt haben, ne? Balthasar. Nee, Bonusmission. Ach, stimmt. Passt halt zu ihm, dieser Mursat-Stab. Ja, stimmt. Was war das? Saul D'Alessio. Ja, da hast du auch am meisten für gekämpft. Boah, ja. Und Zimmer Tengu. Den fandst du immer noch am besten, ne? Mit Togo, Kill Bill. Ja, die Mission war auf eindeutig ja. Die beste. Ja. Muss man einfach neidlos anerkennen. Ja, würde ich aber auch sagen.
Die Inszenierung, alles, Ja. Mit diesem komischen Meister da, ach, lustig gemacht, ne? So gut gemacht. Ach ja, die Bonusmission, ich vermisse sie jetzt schon. Ja, die gibt's nicht mehr. War so ein kurzer, beide blocken, kurzer Abstecher mit den Bonusmissionen. Aber der Monk ist dafür Trash. Er hat gesegnetes Siegel. Einer der schlechtesten Skills ever. Boah, der hat auch eine ewige Karte. Ja, das meine ich ja. Wofür ist der gemacht? Der ist doch komplett useless. Für Mesmer finde ich den ganz cool, weil die Schnellwirkung haben und du hast ja diesen die Schlusssteinsiegel. Alle Siegel werden sofort aufgeladen. Ja. Für Mesmer. Für Monk absolut Müll. Höchstens für Mesmer. Und die haben ja auch so Runen, wenn du viele Siegel hast, ist auch nochmal besser. Ja, für Mesmer einfach. Kann ja nicht anders sein. Ja, auch nur als Bonus, weil ich meine, du kannst ja trotzdem nicht heilen. Das ist ja nur als. Doch, dass kannst du. Ein klein bisschen heilen kannst. Ach so, du meinst, es reicht nicht, meinst ja, du? Kannst ne? Ja, nee, du kannst ja keinen Heiler dadurch spielen. Nee. Nur mit der einen Fertigkeit. Nee. Nur ein kleiner Bonus. Nein. Oh, die Armee der lebenden Toten schon da. Krumm, Mobbing. Direkt tot. Oh, das ist blöd. Schnell kannst du nicht gucken. Guck mal. Echt wie so ein Sturmgewehr, wenn die neben dir stehen. Direkt. Ja, so kann man es auch interpretieren. Ja. Ja, zu viel Resident Evil aktuell, das Remake. Wenn der Part online kommt, ist es wahrscheinlich nicht mehr aktuell, aber jetzt, eine Woche gerade raus, Resident Evil 4 Remake. Ja. Man merkt, es ist noch sehr aktuell, sonst will ich solche Anekdoten nicht bringen. Das ist noch richtig tief verankert, ey. Oh je, Truhe, ich hab voll ein Auge dafür. Wie siehst du das immer so schnell, ey? Weil ich den Speer unbedingt haben möchte und wieder Arschtrott bekommen. Vor allem gerade, wo die Truhe praktisch dieselbe Farbe hat. Ja. Ewige Flamme. Hier schwer zu sehen. Zauberstab ist einhändig, brauchen wir nicht. Mhm. Ja, wenn dann zweihändig ich vielleicht brauchen, sinnvoll, wenn die irgendwie was richtig Gutes haben für meine Helden. Nope. Tja, die haben wir schon gequatscht, ja. Erstmal den Rand ablaufen. Oh nö, die sind echt kacki, weil es Mesmer sind. Ach, tolle Wurst, auf die habe ich richtig Bock. Oh, sind das nicht die Mesmer? Doch. Also nicht die beiden hier vorne. Nee, die sind free, ne? Aber der da hinten, der Doofkopf. Ich stell dir mal vor, es wären jetzt 6. Die können, glaube ich, zu 6 kommen, dann ist es vorbei. Boah, ja, stimmt. Die waren und die halten auch so viel aus. Die konnten auch echt gefährlich sein. Ne? Ja, die sind wirklich gefährlich. Wo man diesen Nornbären hinterherjagen musste, waren die der schlimmste Übel. Ja, nicht waren ja. Oh ne, da kommen noch mehr. Daher kenne ich die ja noch so gut. Und Stampfer. Auch absolut zum Kotzen ist. Alle können stampfen, ey. Ich hasse aus. Aber es ist wirklich so wahnsinnig oft. Ich weiß nicht, wie das ist für ein Cooldown hat. GVE-Wissen. Würde ich ja nur. Das ja, die sind aber auch manchmal dumm, die AI. Ja, siehst ja bei Gorn, Kameradschaft. Ja. Oh, er hat es noch durchbekommen. Aber gerade. Ja, ging immer, ne? Ja. Lich war ja halt. Hatten wir ja damals nicht. Nee, stimmt. Meister der Gerüche, ey. Das Blöde ist, wenn die, das dauert immer so lange, bis die Leichen beleben und dann verlieren die aus wieder, wenn sie nicht in der Range sind. Da muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Kritik an mich selbst. Stimmt, das kann natürlich passieren. Boah, was? Auf einmal fast Instant Death. Visionen des Bedauerns. Ist auch so OP-Skill. Gut, dann kann ich nicht mehr mitkämpfen. Solange ich das ab jetzt stack. Oh Mann, komm schon. Das ist auch so ein overpowered Skill. Und natürlich, wer hat's? Mesmer. Ja, welch Wunder. Für jeden Angriff, für jeden Skill, den man aktiviert. Hä? Das ist so brutal, ey. Das ist quasi Rückschlag und Empathie in einen.
Mann, Mann, Mann. Geil, ne? Ja, aber ganz ehrlich, wen wundert's? Denke niemand. Aber das klappt, ne, mit Veratas Opfer? Oh. Ja, klappt doch wunderbar. Aber es sind nur die Krieger, glaube ich. Die sind free. Nervig, aber... Oh. Ja. Vergleich zu den anderen. Ja, das Blöde sind jetzt zu viert. Das heißt, ein Stamm von mehr. Die ganze Zeit, ey. Oh, oh mein Gott. Ja, wenn wir es perfekt timen, können wir nichts machen. Das war mit Rasa. Der war fast down. Fast ist okay. Ich glaube fast. Kann auch sein, dass er ganz down war. Und dann kriegt das lieber nochmal neu. Ich weiß es nicht. Kann man nur so schwer. Mann, selbst Minions können dann halt nichts machen. Das ist so nervig. Es geht ja auch gegen die Geister. Vom Rito. Nicht mal die können dann angreifen. Oh, was ist das für ein Mist da unten? Ha! Was ist das denn für ein Kindergarten da? Was ist das denn? Hä? Die, was ist das denn? Das ist ja lustig. Das erinnert mich voll an Champions Return to Arms mit diesen Schrottplatzkämpfen. Menschen, alle platt hauen! Oh nein! Alle platt hauen! Guck mal, der ist voll geschwächt. Oh, das hatte was von diesen Schrotthaldenkämpfen. Ja, ist wirklich so. Oh, das ist natürlich jetzt übel, ne? Übel, übel, sprach der Dübel, verschwand in eine Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand meinte die Wand und nahm es den Dübel. Übel. Boah, was zum... Leute? Ja. Oh. Ja, weiß ich auch nicht. Da hat's mich einfach weggehauen. Ja, verständlich, ne? Vor allem, wenn du wieder Visionen des Bedauerns hattest. Ja. Dann bist du sofort tot. Ich hatte das einmal, hab's nicht merkt, direkt 400 Energie oder so weg. Was soll das? Das ist wirklich einfach richtig stark. Boah, ey, wie die paar Leute sich noch so halten können. Okay. Ihr wollt's ja nicht anders. Wow, ich dachte, du machst Dings. Nee, ich hab meine finale Form aktiviert. Genau, gar keinen Unterschied. Ey, lass mich! Gorn ist tot. Oh, die Vision, das leckt mich am Arsch. Ey. Das ist so unbalanced, oder, Deske? Das ist wirklich brutal. Uiuiui, uiuiui. Und Gorn benutzt Kameradschaft, klasse. In dem Kampf, ey. Ausrennen in den Kampf. Das passiert bestimmt bei Dungeon Bossen auch. Ja. So voll intens, sondern Goral. Oh, Kameradschaft. Du bist doch den Legionär, sehe ich gerade. Ja, ja, hier habe ich gerade gebaut. Oh, Gorn war tot. Du auch, ne? Ja. Naja. Also mal von vorne. Olgred, der Unglücks-Jakob. Die Story haben wir euch ja schon mal erzählt. Guckt den Rahmenpart, wenn ihr die Story wissen wollt. Stimmt, da war's mit drin. Oh, ne! Nur aber meine Leiche pullen. Oh, Alter, ist das brutal. Vor denen habe ich voll Respekt. Ne, die walken in andere Richtung und die gehen zu uns. Ja, aber dann müssen wir uns beeilen. Boah, ist das eklig. Holen, wa? Nö, ne. Hundi. Oh. Guck, die anderen haben keinen Bock. Die hören jetzt ihre Freunde sterben. Die schreien, kämpfen um ihr Überleben und die anderen so. Ja, braucht's ja nicht. Einfach ein bisschen walken. Like ice in the sunshine. I'm out of nowhere. Nicht so. Heute hab ich's drauf, ne? Boah. Oh, wir holen schon mal Jod und so. Guck mal, wer da ist. Fatty McFett. Aber er ist ein Krieger. Ja, das stimmt. Stell dir vor, es vermessen mal mit Visionen des Bedauerns. Hör mir auf, ey. 400 Schaden einfach.
Ja, let's go, ne? Ja, geht ja nicht anders. Richtig. Führt kein Weg dran vorbei. Oh. Vor dem wir. Boah, wie groß ist der denn? Das ist einfach 100 mal noch größer als die anderen. Die machen so viel Schaden. Ja. Das sind bestimmt die Messmer, oder? Ja, muss und ja. Der Stampfer und dann die fehlende Heilung. Vor allem das Brutale ist halt einfach. Das Brutale. In dem Moment hat er brutaler Schlag benutzt. Ja, der ist es aber nicht. Nee. Ist nicht das. Ja, jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Siehst du das, was da passiert? Ja. Mann, der ist doch fast tot, der Ball gerockt. Zu viele. Ja, so viele waren das nicht. Kann man nicht mal pullen. Was? Guck mal, wir sind eine Gruppe dazugekommen. Ach so. Ja. Dann hau euch ab. Das war gar nicht machbar, aber also wirklich nicht. Wie ist der? Das sind 7 oder 8. Das muss ich abhauen. Ja. Kack hier. Ja. Oh, es ist kack hier. Guck mal, er ist fast tot gewesen. Tja, Baglorak. Live to die another day. Du bleibst da. Danke. Oh, ja, nee. Die verpissen sich ja. Das sind ja. Seh. Kein einziger gestorben von denen, geil. Ja. Jawohl, wieder da. Nicht in die Gegner rennen. Guck mal, Dark Lord wieder rumgammelt. Hat Sanatius ein Retz, ja, ne? Klar. Aber erstmal muss Fleischgolem ausgebaut werden. Stimmt. Eigentlich taktisch klug. Oh nein. Da müssen wir jetzt durch. Immerhin kein Messmer. Nur halt die schlechtesten von denen. Sind tatsächlich die schlechtesten, ja. Aber wenn man heute mal zu Boden fliegt, ist trotzdem nervig, wie du siehst. Das hat der Dark Lord auch direkt gemerkt. Der ist so squishy. Ja, der ist squishy einfach. Naja, kann ja nicht jeder Jeremy sein. Na, Jeremy ist ja auch jetzt nicht mehr so tanky. Stimmt. Nein. Oh Mann, ist das kacke. Irgendwie, warum halten die so viel aus? Die halten echt ultra viel aus. Wovon? Ja, die im Hard Mode sind richtig arschig. Gut, einer weniger ist schon mal viel wert. Und natürlich fehlen jetzt natürlich auch die Leichen. Das. Der Löwe ist zum Glück da, der fehlt ausnahmsweise mal nicht. So, jetzt. Wenn der Lich war erstmal wieder am Rollen ist, wie so ein Schneeball. Aber der arme Blutherd. Der ist jetzt natürlich maximal in der Unterzahl. Er tankt sie auch mal hoch, ne, mit so Blutmagie-Scheiße. Tja, aber nicht genug. Ne. Tour. Toll. Schrotti. Schrotti, Mick, Schrott, Schrott. Guck mal, wer da hinten wieder kommt. Unsere besten Freunde. Boah, wie die mich abfangen, diese Jotuns. Mess mal, ja, ne? Einer bestimmt. Ja. Toll. Toll, toll, super toll, ganz toll. Ja, ist natürlich ein Messer dabei. Boah, Kinders. Oh, Alter, wie einfach 108 rüstungsignorierenden Schaden machen. Ja, und dann fällt's noch zu Boden und dann ist sowieso alles kacke. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, warum die den Messmer nicht zuerst angreifen. Der in der Theorie weniger aushält und nerviger ist. Oh, schön mal Blindheit. Unbeholfenheit hat er auch. Ja, ist auch so ein krasser Skill. Gegen Nahkämpfer. Der macht einfach ultra viel Schaden und dann noch Blindheit. Ja, einfach
Weißt du, nur 4 Schaden reicht ein Messmer nicht. Du musst halt noch was dazu. Oh ne, guck mal, 4 Messmer. ja, aber die müssen leider besiegt werden, ne? Ja, nee, es sind nur 2 Messmer. Sicher? Ja. Gut, wenn du meinst, ich denke, dass es 4 Messmer sind und alle mit unterschiedlichem Bild. Ah, okay, und so ist es nämlich auch. Die einen haben Umwolfen halt, die einen diesen Dreck. Aber wie können die Klingenwirbler heißen und Messmer? Frag mich nicht, das hab ich eben auch 2-mal genau hingeschaut. Total bescheuert. Finde ich auch. Naja, ich will mich nicht beklagen. Oh, Sanatius beklagt sich aber gerade. Er hat wahrscheinlich Rückschlag oder so, bist du auch sofort tot. Ja, ist echt so. Vor allem als Monk. Ja. So ist es nämlich. Naja, dafür ging es ganz gut. Ja. Wie gesagt, die halten noch nicht so viel aus wie die anderen. Und das ist auch so ein Gebiet mit Patrouillen. Und siehst du ja, diese Jotuns, den Boss finden wir auch schon nicht mehr wieder. Die sind halt nur am Patrouillieren. Ja, ist echt zum Kotzen. Oh mein Gott. Da ist er nämlich, der Boss. Na gut. Da gammelt er rum. Brauchen wir gar nicht hingehen. Mit den Eistypen da noch zusätzlich. Ne, danke du. Ja, aber hier kann man ja jetzt. Er kommt zu uns. Na dann, let's go. Lass ihn ambushen, ey. Ja, eiskalt hier warten. Jetzt Angriff! Runde 2, Kumpel. Diesmal wirst du nicht siegen. Oh, in dem Moment alle umgefallen und direkt voll der Damage Spike. Also, irgend so ein Kacksack hat da auch schon wieder umgeholfen. Ich geh extra weit weg von dem, weil wenn ich das habe, ist sofort vorbei. Ich blocken, ich treffe nicht, man kann's. Ja, ich hab ihn. Ja. Oh Mann, die blocken alles. Und irgendwie fokussen die mich die ganze Zeit. Hä, wieso sind die denn so krass? Das sind doch nur Krieger. Hä? Jetzt hat Jeremy alle gerettet. Das ist natürlich geil. Wir werden wiederkommen, aber direkt schon wieder alle tot. Jeremy hat auch, wir werden wiederkommen. Ja. War auch gut. Dann skratet. Komm, setz doch deine scheiß Fertigkeiten ein, komm. Ja. Ich sehe halt gerade das Problem nicht. Die sind einfach so OP, dieser Riesenstampfer ist das Problem. Riesenstampfer, die sind halt, haben gute Builds. Haben sie? Naja, selbst der Necro heilt sich ja immer wieder hoch. Ja, das ist halt Blutmagie, nicht wirklich Damage mal, aber er kann halt gefühlt nicht sterben. Ja. Blutmagie in Natsche. Nur dummes Rumgestorle mag ich nicht. Weil richtig was bringen tut er nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Jetzt kommt aber der. Jetzt kommt die Wende. Jetzt nehme ich nur der Fettsack da. Ich hätte doch 10 Big Macs mehr essen müssen. Mir fehlt die schützende Bombe. Nein, die Big Mac Sauce, nie wieder Big Mac Sauce. Oh, Big Mac Sauce. Tja, bla, Glorak. Und wieder alle tot, das heißt Heroic Refrain. Frosty. Hey, ho, Frosty, the Snowman. Ja, im Vergleich gar nichts. Nee, deswegen habe ich auch gedacht, okay, scheiß drauf, einfach rein. Naja, ganz, ganz super schlecht sind sie auch nicht, aber es ist halt. Vergleich zu denen aber schon. Boah, wie schrecklich war das, bitte. Ja, das war ungewohnt. Die geben leider auch keine Leichen. Naja. Oh, guck mal, aber der ist wirklich free, da kannst du mir sagen, was du willst. Die Bassstimme. Ja, bist du auf Kackgeist. Der ist ultra nervig.
Die Bassstimme. Oh, jetzt kommen da noch drei von denen. Na gut, das kann ich. Naja, wollte gerade sagen. Echt? Das findest du dann schlimm, wenn drei weitere von denen kommen? Im Grunde bin ich da eher dankbar für, weil das. Ja, irgendwie schon. Macht den Sterben mal los weg. Ist doch geil. Einmal das und bringt halt uns den Ziel näher. Hm. Oh, schreien. Da will ich schreien, vor Glück. Fjoda Wildfrau. Ich kommentiere jetzt mal nicht, wo sie wild ist, in welcher Disziplin. Oh, okay. Ich kann es mir denken. Mhm. Ich habe das Gefühl, sie wird manchmal zum Tier. Ja, vor allem auch so behaart. Rang 4. Let's go. Oh Mann, ich habe nur Rang 3. Das ist so dumm, ne, diese RNG-Kacke. Lass mal erstmal den Rand weiter ablaufen in diese Richtung. Okay, ich freue mich. Glaube ich dann. Ach, zwar so am meisten Sinn, die Schreine erst abzulaufen, dann alles zu klären. Zumindest ja, wenn man für die Titel. Mein Titel handelt oder so. Alle Raune, die kann ich nicht einschätzen. Die spielen Condition Over, merke ich gerade. Zerbrechlichkeit, 1000 Zustände. Fehlt nur noch Fiebertraum. Oder haben die das auch? Boah, es sind so stark. Oha. Und doch, die sind doch gut, ne? Ja, ich kriege halt kein Adrenalin mehr. Ja. Kacke. Zum. Die sind richtig stark. Oh, hä? Das sind aber auch voll viele. Waren das mehr Gruppen oder waren wir einfach scheiße? Jetzt beides. Ah, Frosty, the Snowman. Ich hab die Lungen. Boah, die waren aber auch echt krass. Condition Over halt, ne? Ja, und es ist halt abgefuckt, weil wir halt schon so wenig Lebensmittel haben. Ja, dann ich wollte es halt nicht gesagt stark, haben. So. Sonst ist das halt nicht so stark, aber. Was machen die da, ey? Scheinen die unsere Leichen oder was? Ja. Sind, glaube ich, Nekros dabei, also. Puh. Natürlich lebt Jeremy nicht. Das heißt, wir müssen auf meinen Mr. Lava warten. Mr. Lava Lava. Mann, ich nehme jetzt den Stab. Leck mich. Das ist langsame Regeneration, ey. Läuft bei Gorn, auf jeden Fall. Gorn benutzt Kameradschaft. Frosty. Ein Ohrwurm-Counter ist schon auf 6 oder so mit. Ja, das ist so brutal, ey. Heute hab ich's drauf. Was auch mit Absicht, ey. Natürlich mache ich das mit Absicht. Bin die gemeinste überhaupt. Ja, ist so. Manchmal schon, ne? Good, good. Also ich merke schon, ja doch, geht. Was dann? Er hatte erst überlegt, oh, von unten kommen sie aber auch. Na, nee, ich glaube, die gehen da rechts rein. Wir chasen die jetzt. Ja, die gehen rechts rein. Alles gut. Oh, ist das dumm mit dem Patrouillen, ey. Ja, ich sehe schon. Oh Mann, ey. Wenn es zu blöd wird, dann schneiden wir euch das. Ja, auf jeden Fall. Sagt nur Tau manchmal gemacht. Bam, bam, bam. Oh, Blindheit, cool. Das heißt, es gibt wieder sehr viel rettet euch selbst. Das war nämlich das Problem. Kein rettet euch ja, selbst. Rettet euch selbst bringt bei Condition Over ja fast. Stimmt. Aber als ob die es nur haben. Die haben noch andere Klassen. Die haben doch nicht nur das. Vor allen Dingen das coolste Leben war echt uns für den Schluss auf, glaube ich. Diese Hundehöhle. Oh nein. Und du darfst nicht vergessen, die Messer von denen machen ja eh rüstungsignorierenden Schaden. Viel Spaß dann mit. Hätte Quedulfs haben noch so Scheißbilds. Nein, nicht die. So. Ich meine hier jetzt von denen. Ja, das stimmt.
Ja, also ganz ehrlich, die Quidulfs-Fan-Free, die haben, glaube ich, auch so Müll wie Lähmung. Meiner Meinung nach der schlechteste Skill ever. Oh Mann! Die hauen nur ab! Guck, weil der Legionär jetzt den Angriffen hat, kommen die Blödmänner hier zurück. Ihr habt meinen Naturgeist geschändet! Oh. Nein! Ich werde ihn noch rächen! So nach dem Motto. Ah. Oh. Die waren wieder einfach. Das waren eben, glaube ich, doch zwei Gruppen. Ja, muss ja. Die sind nicht so schwer. Siehst du? Ja. Oh, die sind aber nervig. Die haben noch Bienen im Hintern oder so. Sonic auf Wish bestellt, ey. Gotta go fast! Fester, fester, fester. Oh Mann. Irgendeine Fertigkeit haben die der ganzen Gruppe einfach. Tja, das müssen entweder Fieberträume oder Epidemie. Das ist so brutal, ey. Boah, meine, die haben Fieberträume. Oh, Goron, wo ist er? Er lebt wieder. Schlimm, ne? Und da haben sie diesen Geist der Giftigkeit, was die Vergiftung noch stärker macht. Auch noch. Die und das ist Rechtlichkeit, das ist ja auch übel. Ich finde, Eye of the North, da haben die Gegner auch die besten Builds. Ja. Also es wird immer leichter. Je weiter wir zurückgehen, Prophesize ist echt nicht so schwer zu klären. Weil ja sehr beschränkte Builds haben. Bis auf Asgard. Ja gut. Da sind halt Riesengruppen, starke Gegner und man hat selber nur vier. Das ist ja echt insane. Tatsächlich. Das ist wirklich heftig. Hier kommt Hayes. Oh no. Naja, immerhin haben wir jetzt eine Minion-Armee. Ist auch schon mal was wert. Ja, siehst du, deswegen breitet sich das so schnell aus. Ich kenne doch meine Messmer-Skills. Fieberträume fand ich nicht schon immer cool in Skills. Okay, ich habe gerade in einer Sekunde 20 Energie verloren. Nicht nur das, da ist noch eine Gruppe hinzugekommen. Ja, okay, get effed. Jetzt sind wir tot. Ja. Ja. Jetzt bin ich tot, jetzt so ganz schnell vorbei. Vor allem zweimal down in irgendwie einer Sekunde. Ah, nee, doch, ich bin das eine nicht. Naja, ich bringe ja nichts. Guck mal, die Armee juckt dir. Ich juckt dir einfach irgendwie nicht. Ja, ich auch nicht. Hey, wie kommt das denn? Eigentlich müssen die auch übel stark sein mit der ultra krassen Todesnova und. Die Minions sind doch viel, viel stärker, oder? Mit heroischer Frage. Ja, warte mal, den kriege ich vielleicht noch. Ah, ja. Ich glaube, die kriegt ihr auch komischerweise. Ja, meine Todesnova hat die letzten weggeballert. Ja, ich sag ja, die Todesnova ballert richtig rein. Naja, die ist auch rüstungsignorierend. Ja, und die ist so stark und auf 20. Ja, Sanatius, let's go, ne? Entweder ich oder Jeremy. Ja, Hauptsache Fleischkohle im Leben, ist klar. Ja, jetzt brauche ich erstmal wieder Energie. Richtig. In der Zeit ist Sanatius vielleicht schon wieder ready. Ne, jetzt hat er es gemacht. Direkt alle wieder da. Und Goron, bevor er Kameradschaft benutzt, findet sogar Goron kommt und kriegt sofort das. Vor allem, ey, also. Disrespect. Ja, ist so mad disrespect. Scheiße, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich zu viel Malus habe, um meine. Ja, weiß nicht, ist das Gebiet echt so schwer jetzt? Es war hart, ne, irgendwie. Ja, es ist nicht ohne. Achso, mein Legionär. Die Motten hier, die Jotuns. Ja, wie kann das denn sein, dass der Legionär noch lebt? Weil er sich verschanzt hat in der Minion-Armee. Muss ja. Der ist ja auch so. Ja, aber ich glaube, gegen die Minions und so. Sind die nicht so stark, weil die sind ganzen Fertigkeiten, die die haben. Ja, richtig. Verteilen ja nur auf Gruppenmitglieder. Ja, darum bleiben die Minions auch immer. Ja, die werden davon echt nicht so mitgenommen. Ja.
Tja, gleich geht's in die Höhle, ihr Lieben. Gleich kommen so die Quidulfs, die Hundis. Das wird lustig. Hör auf mit dem Hundi, so, ich trinke jetzt mal was. Säufer. Oh, Lias, hol den Buff ab. So. Oh, die müssen wir, wenn wir die schon sehen, müssen wir sie auch vernichten. Sonst patrouillieren die ewig weg. Dann kriegen wir die wieder nicht. Da, jetzt wieder. Oh, ich hab meinen Geist angegriffen. Nein. Jetzt kommen sie wieder. Oh, das ist auch nervig. Angriff der Alraune. So wie so ein Assassinen-Skill. Die porten sich zu dir und fliegst direkt hin. Die haben es echt mit diesem Runterschmeißen, ne? Nein, jetzt triff. Oh, geil. Das hat was gebracht, ey. Mit dem Alk. War gut. So, los geht's. Rein in die Höhle. Rein in die Höhle. Da geht Chestina ab, ey. Jetzt wird's lustig. Leute, jetzt kommen sie. Aber die sind ja zum Glück free. Hier müssen wir eigentlich den Malus sogar wieder loswerden. Oh nein, sagte sie. Und erstmal kommen noch die Gatekeeper, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da Blindheit, Schwäche, ich habe alle Zustände direkt. Fieberträume. Und natürlich, wer hat's? Mesmer. Wundert dich noch was? Natürlich nicht. Jede x-beliebige Mesmer-Elite-Fähigkeit ist broken, außer Mitternachtssiegel vielleicht. Die haben auch irgend so eine Pisse, die einem den ganzen Adrenalin wegnimmt. Ja, beruhigende Bilder. So ein Dreck. Geil, ne? Oder arkanes Rätsel, eins von beiden. Ich glaube eher das. Also es hat nicht nur das, ich habe nicht nur keins gekriegt, ich habe sogar welches verloren. Schrecklich. Da, Warnung an Reisende. Vorsicht! Okay. In dieser Höhle lauern Kreaturen, die aus den tiefsten Tiefen der Hölle entsprungen sind. Eindringlinge erwarten nur der Tod. Ja, ja. Geführt die leichtesten Gegner im gesamten Bereich. Schrecklich. Hab jetzt schon Angst. Hörst du das? Schon cool. Boah, was? Was war das jetzt für eine random Lawine? Das war wohl der Tod. Nee, die haben sich auf die Kreaturen bezogen. Hey, guck mal, wie free die sind. Ja, ich nehme das gerne mit. Das Problem ist, die geben halt wenig Erfahrungspunkte und dadurch geht auch Okay. Masse statt Klasse. Ist bei denen die Tagesordnung. Ja, wobei nicht mal das so wirklich. Also, ich meine, sind nicht mal so viel. Nee, aber eben schon. Ich könnte eben schon alle auf einmal kommen, würde nichts bringen. Nee. Guck mal, welche Klasse Krieger. Und natürlich haben sie auch so einen Schrott wie Lähmung halt dabei. Und Kraftangriff für jeder Krieger. Die haben tatsächlich sowas wie Raserei. Oh Gott. Oh Gott, Leute, ich habe gerade geguckt, ob wir überhaupt eine Hard Mode spielen. Bei den Gegnern. Oh, ich hab schon Schreck gekriegt. Guck mal, was ist das? Ach ja, toll, ne? Warnung an Reisen. Hier sind Kreaturen, die in den tiefsten Tiefen der Hölle entspringen. Ja, toll. Klasse. Ich glaube, dann ist die Hölle wohl doch ein toller Ort. Boah, hier sieht das voll schön aus mit dem Wasserfall. Toll haben sie es hier, die Quidulfs. Kann ich mit leben. Voll schön. Augenschmaus vom Gebiet. Das Gebiet war ja relativ eintönig. Oh, ein Boss. Oh, was? Fenrir? Nicht so ein Wikinger. Das ist doch der Fenris-Wolf, ja, oder nicht? Ja, das ist ach du Scheiße. Sohn des Loki. Ja. Gibt's auch in Final Fantasy und Kingdom Hearts immer. Fenrir. So ein Schwert da natürlich. Spoiler. Ja, der Sohn des Loki, ne? Er hat sich ein bisschen ne? Bösig angestellt. Toll, hier ist gar nichts. Klasse. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Vor allen Dingen, du, und dann war er schon tot. Ja, das war's. Lange. Ja gut, Urzorn halt, ne? Das ist so eine Crap-Fertigkeit. Ich verstehe gar nicht so, das ist doch wirklich, das ist, ich check's nicht. Wie soll man das verwenden? Obwohl, ja okay, vielleicht wenn du, nee, das ergibt keinen Sinn. Wenn du eine Fertigkeit hättest, die irgendwie dich unangreifbar macht oder so.
dann ergibt es vielleicht Sinn, aber dann hat... Ja, Shadowform. Ja, aber geht ja nicht. Weil Urzorn ist ja auch eine Elite-Fertigkeit. Ja. Geil, ne? Ich check's nicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Manche Elite-Fähigkeiten sind einfach Meme. Teilweise schlechter als normale Fähigkeiten. Das ist halt leider echt so. Boah, ich hab gerade mein Adrenalin zusammen. Guck mal, wenn die da hinten jetzt auch noch kommen, dann werden wir gewiped. Ja, kommen sie ja nicht. Das hoffe ich. Die sind ja hier down, bevor die da sind. Die stehen... Oh nein, die gehen echt nur nach vorne. Ja, aber die, bis dahin sind die Frostelementare weg. Ja, jetzt ist passiert. Jetzt ist es passiert. Und auch Stufe 4. Ja, jetzt aber erst. Jetzt sind wir schon fast durch mit dem Gebiet. Ja. Leider, leider. Oder wir müssen noch ganz viele Alraunen finden. Wer weiß. Bitte nicht, ey. Bitte nicht. Bitte nicht. Who knows? Oh, immer dieses Einfrieren. Verschwommene Sicht ist viel schlimmer. Kein rettet euch selbst. Verschwommene Sicht ist wirklich kein rettet euch selbst. Ist einfach so. Ja, die gingen aber. Jeremy, Bock? Nö, dann muss ich's machen. Jeremy. Ja, kann sich einigermaßen sehen lassen. Oh ne, guck mal, was da unten patrouilliert. Oh, naja. Muss sein. Dann nützt nichts, ne? Auf geht's. Rein ins Vergnügen, jawollo. Oh, shit, Alter. Das war's. Bin schon wieder raus. Visionen des Bedauerns, brauche ich nichts mehr machen. Ich dachte, selber dein Spiel wäre abgestürzt, ey. Nee, aber dann brauche ich wirklich nichts mehr machen. Das ist so overpowered. Ja, das ist wirklich sau stark. Ich meine, bei dir ist es ja noch mal schlimmer. Ja, ich spam die Skills und ich greife super schnell an. Ich habe das einfach nicht gemerkt, hat direkt nur 100 Energie. Dann brauche ich wirklich nichts mehr machen. Ich muss halt zusehen, dass das nicht auf mich casten. Oh, ey, das hat mir gerade innerhalb von 2 Sekunden 300 Schaden. Sag ich doch. Das ist unverhältnismäßig, wirklich. Ja, das ist wirklich ein brutaler Skill. Koldor, der Eiskalte. Kuldor. Ja, gegen den haben wir auch schon gekämpft, krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Oh, da hinten haben wir wieder Bassstimmen. Na, dann kommt her, ihr Lieben. Die Bassstimmen. Let's go. Echt? Free Wins. Wer gegen dich verliert, darf echt keine Ausrede haben. Die haben halt aber auch gar keine Angriffsfertigkeit. Ja, entschlossener schon. Schuss. Wie die Jade-Rüstung. Festnageln, ey. Ja, Jade-Streitbrust. Gut, hier. Who cares? Ja, gut. Das bringt halt nichts. Selbst wenn sie dich oder Gordon festnageln. What for, ey? What for? Erwischt werden sie trotzdem von den Castern. Oh, guck mal, wer da oben ist. Bassstimmen. Oh. Noch mehr von denen. Guck mal, jetzt campen sie, jetzt fühlen sie sich. Ha, jetzt haben wir Positionsvorteil. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Habt ihr eh nicht. Guck mal, die sind auch noch so blöd und geben den Positionsvorteil auf. Die AI ist auch noch super dumm. Guck mal. Kommen die echt? Ja, die konnten von da oben nicht treffen, weil wir ja direkt da drunter standen. Wahrscheinlich, ne? Naja. Ich kann nichts machen, keine Energie. Aber diese Kack vergessen, wie es heißt. Treibsand. Kack-Treibsand, ey. Kacke. Geist des Treibsands. Ist er wieder, ey. Tja. Naja, ein bisschen was ist noch. 30 Gegner sind es noch. Ja. Ja. Naja. Ist
nimmt kein Ende. Toll, krieg Bosskopfgeld, ey, dankeschön. Hab ich auch schon ewig. Für den Fenrir hat's, glaube ich, noch gereicht. Ja, kann sein. Oh. Yo, how frosty the snowman. Da auch noch. Links auch. Naja, erstmal den Rand ablaufen. Vor allem in der Runde ist nur ein Schrein. Die treffen immer diese Arschlöcher. Immer zu Boden Sanatius. Schmeißen. Sanatius! Oh, das war so knapp. Cool, ich krieg keine Heilung, ne? Krieg ich nicht. Gut, dann kriegt ihr halt auch keine Buffs. Geile Leute, echt geile Gruppe. Klasse. Ja. Naja, was soll ich da machen, ne? Go down! War auch mein Fehler, weil ich mich bewegt hab. Es geht halt nur, wenn man sich bewegt. Hab ich halt leider gemacht. Das Wasserdreizack funktioniert nur, wenn man sich bewegt. Ja, der ist so. Der ist halt eigentlich nicht so gut, aber. Wenn geht. Er einmal reinhaut, ey, dann ist man echt gebumst. Mittelmäßig. Ja. Lorkor-Salbenstreicher. Ach, oh, okay. Bloß nicht da rauslaufen, dann töte ich das. Ja, das wäre jetzt ausgesprochen, ehrlich. Was führt euch her? Weiß nicht mehr, was das ist. Eisklemm, ach so. Squid, was wir vom Papa gemacht haben. Das Tutorial Eye of the North Gebiet, wenn ihr so wollt. Das sind für Grabsteine. Komplett random. Bahnfrostfuß. Rodi Eismalmer. Und Erik Feuerbart. Geiler Name. Erik Feuerbart. Oh, die müssen wir abfangen hier, warte. Oh shit. Kalte Rüstung. Oh man. Sie einen immer festnageln, Säcke. Naja, festnageln, tiefgefrieren meinst du? Noch viel schlimmer. Verkrüpplung ist nicht so intensiv. Nee, und vor allem ist tiefgefrieren geht ja auch noch auf die Gruppe, oder? Ja! Aber kostet deswegen ja auch 25, glaube ich. Das ist voll teuer. Hey, not cool. Worth, finde ich. Stärke der Norn, jetzt habe ich noch mal 100 Lebenspunkte mehr. Was? Okay. Ja. Ich habe das Jagdbonus pro Tötung. Ja. Jagt ihr etwas? Ja, Lawinenjage ich. Oh mein Gott, jetzt geht's wieder ins Suchen. Bald. Ziemlich haben alles abgelaufen, ja. Ganz ehrlich, nicht das tollste Gebiet. Das meine ich halt. Ist nur die Höhle ganz lustig gewesen, den Quedulfs. Die war geil. Das Gebiet ist echt. Eis. Berge. Immer die gleichen Gegner. Ja. Nicht gerade das Highlight des Spiels. Nee. Naja, ne? Das halt so gehört dazu. Ja, ich verstehe halt nicht, warum die Neotten hier so ein Eisgebiet nochmal gemacht haben. Ja, gibt's schon die nördlichen, südlichen und da gibt's schon so viele Gebiete, weiß auch nicht. Ferne Zittergipfel und da gibt's sogar noch am meisten Gebiete, glaube ich. Hat die meisten Gebiete von Eye of the North hier. Ja. Weird. Du magst du eigentlich die Eisgebiete? Ich finde das auch geil, aber ich verstehe halt nicht so, die hatten schon die zwei. Ja. Und die sind beide besser als das hier. Das stimmt. Deswegen verstehe ich nicht, warum man so im letzten Teil, in Anführungsstrichen, dann nochmal Eisgebiet macht, nur schlechter. Ja. Das ist halt das Komische. Ja gut, die südlichen mag ich halt auch nicht so. Ja, aber die nördlichen, die feiere ich richtig. Die nördlichen sind, die sind halt einfach geil, so von der Atmosphäre her. Und die südlichen haben aber ihren eigenen geilen Touch. Die sind halt völlig anders wie, als das hier. Das hier ist ja schon eher wie die nördlichen Zittergipfel, so vom Ambiente her, würde ich sagen. Ja, nur ein schlechter. Ja, nur ein schlechter. Die nördlichen haben noch so einen warmen Touch. Ja, und das hier wie, ist halt so. Wie Champions. Die Ebene der Stürme. Ja. Genau. Ah! Patrouillen!
Oh nein, es geht los. Na toll. Oh Leute, es wird wieder so schrecklich. Ich hab das ja privat mal alles erklärt. Und wegen Jotun habe ich teilweise eine Stunde hinterher gesucht. Das ist so random, wie die laufen. Aber es sind nur Krieger. Zum Glück. Ja, aber wenn es ein Nazi ist, kann er nicht Gas gibt. Ne, kann er ja nicht. Er liegt ja nur. Ja, vor allem, er lag ja auch noch voll weit hinten, weil ich schon so weit vorgelaufen war. Oh mein Gott, ey. Wie viel die wieder aushalten, ey. Vor allem die am Hammer, die müssen ja ein bisschen mehr squishy sein. Weil das Schild ja fehlt. Weißt du, was geil wäre? Wie ein Final Fantasy, wenn man Dual Wield machen könnte. Ja. Zweimal Schwert. Zweimal Axt. In Final Fantasy geht das. Aber du hast halt den Schild. Ach, was? Das war im letzten? Okay, never mind. Wow, perfect so run. Aus. Zwar ein paar Deaths, aber ich meine, was das Clear betrifft, da merkt man schon, dass ich das ein paar Mal gemacht habe. Ja, echt. Perfect run. Aber ich sag's euch, da, wo ich ewig für baute, das waren die Jura-Sumpfe, nur Patrouillen. Oh, und ratet mal, welches Gebiet das nächste ist, was wir klären. Oh, die Jura-Sumpfe. Naja, ich freue mich drauf und falls ihr euch auch drauf freut, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Tschüss. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!